Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir stellen euch wieder einen Stellplatz vor, und zwar den Reisemobilhafen in Graz. Und das gibt es wann zu sehen? Nach dem Intro. Wir stehen hier direkt an der Einfahrt zum Reisemobilstellplatz in Graz. Das ist einer von 4 Premiumplätzen. Den einen haben wir vorletztes Jahr in Wien besucht. Richtig. Es gibt noch einen in Salzburg und einen in Murek. Wir blenden euch das gerade ein. Und wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe, ich merke mir ja überhaupt gar nichts, ist Graz der zweitgrößte Stellplatz, hat nämlich 160 Stellplätze zu bieten. Das ist korrekt. Ja, wir werden euch das jetzt Stück für Stück zeigen und fangen einfach mal an. Wo? Tja, vorne bei der Anmeldung und Versorgung und Entsorgung. Er hat sich das gemerkt, wie der Plan ist. Ja, ja. Das ist nun die Einfahrt hier. Von hier kommt ihr rein. Dann stellt ihr euch hier im Prinzip hin mit einem Stoppzeichen. Und auf der rechten Seite, wo der Marcel steht, da hängen solche Zettel. Das sind die Anmeldezettel. Davon nehmt ihr euch ein. Und ja, dann sucht ihr euch im Endeffekt einen freien Stellplatz eurer Wahl. Der Checkout, der ist dann bis 12 Uhr, müsst ihr dann runter sein, was ich irritierend finde, weil ich glaube, dort stand das irgendwie anders. Auf jeden Fall, hier steht es dran. Bis 12 Uhr, wenn ihr später losfahren wollt, also erst zwischen 12 und 17 Uhr, dann müsst ihr halt 5 Euro mehr bezahlen. Wenn ihr nur Fähr- und Entsorgung hier wollt in Graz, kostet das 5 Euro. Und wie gesagt, zuzüglich kommt, wenn ihr hier überhaupt steht, um die Preise mal zu sagen, 25 Euro kostet das die Nacht. Und dann noch 2 Euro pro Person diese City-Tax, die Graz hier erhebt. Das packt ihr halt alles dann in diesen Umschlag rein, schmeißt es dann hier in den Briefkasten rein und damit habt ihr eure Pflicht und Schuldigkeit. Bei Abreise natürlich. Bei Abreise logischerweise. Und wichtig, es ist nur Barzahlung möglich. Also only cash. Ganz wichtig. Wir sind jetzt im Kaffeehaus. Das heißt, hier gibt es einen Standardautomat von Dallmayr, wo ihr euch einen Kaffee ziehen könnt. Natürlich Barzahlung, ist klar. Aber hier nehmen sie Bargeld. Sogar Scheine. Und die Karte. Und auch die Karte, wunderbar. Dann hast du hier Softgetränke, sogar Bier. Also alles, was man haben möchte. Man kann sich hier hinsetzen. Und was es hier auch noch gibt, ist eine Bibliothek. Also eine Art Bibliothek. Das heißt, hier werden die Reisenden ihre Bücher hingestellt haben. Könnte ich irgendwann mal auch machen. Und ja, dann gibt es auf jeden Fall hier noch Mülltrennung. Das ist der Kunststoff. Das wird sogar richtig gut gemacht. 3 verschiedene Sachen. Super. Gleich gegenüber gehen wir mal raus hier aus dem Raum. Gibt es hier Informationen etc. Es gibt einen Hotspot, einen WLAN-Hotspot. Den haben wir auf unserem Platz sogar auch. Ja, und dann entsprechend geht es hier rein und riecht ein bisschen muffig, muss ich dazu sagen. Habt ihr aber Waschmaschine und Trockner. 2 Waschmaschinen, ein Trockner, 2 Euro. Ja, 2x1 Euro sind 40 Grad eine Stunde, dass ihr so ungefähr wisst, was das hier kostet. Ja, gibt es auf jeden Fall hier auch, wenn ihr Wäsche waschen müsst, könnt ihr das hier im Platz auch machen. Auf der rechten Seite habt ihr jetzt sozusagen nochmal die Möglichkeiten, auch Abwasch zu machen. Aktuell ist das natürlich geschlossen, das wird die Wintersaison sein. Nochmal auch noch Sitzmöglichkeiten, jede Menge sogar. Und zur linken Seite hier haben wir 4x Frischwasser, 4x Toilettenentsorgung. Und 4x Grauwasserauslässe im Boden. Also wirklich sehr vorbildlich für so eine Anzahl an Plätze. Ist das natürlich super schön, wenn dann nicht andauernd gewartet werden muss auf den Kollegen, der vielleicht gerade entsorgt oder versorgt oder beides. Hier gibt es auch Duschen. Ne? Für Mann und Frau ist das getrennt. Da werden wir euch Bilder einblenden. Es gibt auch noch weitere Plätze, Duschkabinen weiter hinten. Also noch ein zweites Waschhaus, wenn ihr weiter hinten steht. Und für Hunde gibt es hier einen Hundeauslauf. Da dürfen dann die Hunde rein. Also, tja, sie sind also hier sehr gut willkommen. Und weil es jetzt hier ein bisschen lauter wird, gehen wir mal und schauen uns ein paar Stellplätze an. Ne? So ist das. Genau. Dann gleich hier am Waschhaus, also neben den Auslauf für die Hunde oder für die Herrchen, je nachdem wie man sehen will, gibt es dann hier Müll.
Hier wird Dosen, Weißblech, Glas wird getrennt, Papier hat man hier und sonst den ganzen Restmüll hat man dort. Und dann kommt doch einfach mit, traut euch einfach doch mal. Gehen wir nämlich einfach mal jetzt zu einem der Plätze. Ne? Also es ist ein bisschen zweigeteilt. Man hat hier an dem Wohnhaus direkt Plätze. Und zwar um die, wenn ich es richtig geschätzt habe, glaube 20 Plätze, die es hier gibt. Ne? Sogar Wohnwagen sind hier erlaubt. Das ist ja nicht auf jedem Stellplatz so. Hier auf jeden Fall ist es erlaubt. Und ja, eine große Anzahl können hier stehen, was schon mal erkannt wird. Die Plätze sind mit solchen Sachen hier abgetrennt. Parzelliert. Und ich würde sagen, das ist hier auch eher so der Winterplatz als der Sommerplatz. Denn das werden wir euch jetzt an unserem Platz mal zeigen, warum es so besonders ist, vielleicht eher im Winter hier zu stehen als bei uns. So, wie ihr hier gerade seht, so circa 9 Plätze pro Reihe gibt es hier. Ich habe einfach mal durchgezählt. Jeder hat seinen eigenen Platz. So können wir nämlich sagen, dass Baloo auf Sissi steht und wir sind auf Franzl. Ja? Also Rummi Schneider und, oh Gott, sage ich euch gleich, ich kann mir den Namen nicht mehr. Irgendein Bäumler. Hans-Jürgen Bäumler? Nee, Hans-Jürgen. Oh, Bäumler. Wir werden das gleich nochmal nachkontrollieren. Genau, euch einblenden. Auf jeden Fall, schön geräumig sind sie. Jetzt großer Nachteil im Winter, das wird auch moniert in der App Park4Night. Die sind bei sehr viel Regen extrem matschig. Hier hat sich sogar einer gestern festgefahren. Okay, er wollte hier auch wohl rüberfahren, so wie das aussieht. Auf jeden Fall, der brauchte Hilfe. Also ziemlich schwierig, die ganze Sache. Also abkürzen besser nicht. Genau. Und wie gesagt, im Winter muss man damit rechnen, sie sind halt wirklich sehr matschig. Der ganze Platz ist auch nicht möglich. Das zeigen wir euch jetzt mal gleich. Ab hier beginnt die Sperrung des Platzes im Winter zumindest. Ihr habt hier auch noch ein Waschhäuschen. Und ganz hinten auf der Mitte der Kamera ist noch ein Waschhäuschen. Also es gibt da schon einige dazu. Was soll ich sagen? Die Plätze sind natürlich frei, logischerweise. Und ganz hinten in der Ecke wohl gibt es noch Möglichkeiten, irgendwie feste Plätze zu bekommen. Mein lieber Mann, ich muss dich leider korrigieren. Ich mache es nicht gern, aber das ist tatsächlich kein Waschhaus mehr. Ach so. Das war wohl eins mal, aber es gibt wirklich nur ganz vorne und halt ganz hinten das Waschhaus. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Ah, okay, es sah aus wie ein Waschhaus, deswegen bin ich davon ausgegangen. Gleich nebenan gibt es sogar einen FKK-Bereich. Nein. Doch, gibt es, steht da, gibt es nämlich ein Schwimmbad. Das ist natürlich nicht jetzt offen, logischerweise, aber im Sommer ist es auf. Es kostet normalerweise 7 Euro pro Person. Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos. Wenn ihr aber hier auf dem Camp seid, dann ist es tatsächlich kostenlos. Ihr dürft es also im Sommer mitbenutzen. Das finde ich natürlich eine super, super Idee. Und für die FKK-Anhänger gibt es das anscheinend auch, weil da hinten wieder steht FKK. So, und jetzt, glaube ich, gehen wir zu unserem Platz und zeigen da nochmal. Also einen so einen Platz, wie der aufgebaut ist. Wir selber sind noch drauf gekommen. Ja, Hans-Jürgen Bäumler, das war natürlich der Eiskunstläufer. Nee, kann ich ja nicht machen. Das war natürlich Karl-Heinz Böhm, unser Franzl. Uiuiui. So, jetzt sehen wir mal einfach einen so einen Platz. Wie gesagt, relativ eng könnte man meinen. Man steht auch immer schräg. Das ist ja in Wien anders. In Wien stehst du eher gerade. Und hast dann einen relativ guten Platz hier. Okay, Markise könntest du theoretisch rausmachen. Und es ist immer gut, den Nachbarn zu kennen. Dann hat man eigentlich auch noch mehr Platz, wenn man möchte. Ja, Strom, kommen Sie mal mit. Jetzt müssen wir aufpassen. Es ist halt sehr, sehr matschig. Leider Gottes. Aber naja, was soll man machen? Wetter kann man sich nicht aussuchen. Ne? Hier sieht man es vielleicht gerade am Teddy, wie schlammig das halt sein kann. Das muss man halt einfach beachten. Hier im Platz, der ist eigentlich schon besser, weil hier Steine sind. Strom. Finden Sie da, wo Leuchten sind. Das ist relativ einfach. Ne? Ganz normale CEE-Stecker. 8 Plätze haben wir hier. Und wie gesagt, das gibt es da hinten auch nochmal. Besonderheit allerdings hier mit 6 Ampere abgesichert. Das heißt, Klimaanlagen betreiben oder Heizung betreiben über Strom. Ist halt nicht. So, ich glaube, jetzt machen wir das Fazit. Dafür gehen wir in Teddy rein. Und ja, also Fazit.
Da sitzen wir jetzt im Teddy. Zeit fürs Fazit. Nochmal die Preise 25 Euro die Nacht, zuzüglich pro Person 2 Euro City-Taxe. Das heißt bei zwei Erwachsenen 29 Euro. Da ist aber Duschen inklusive, die WC-Fähr- und Entsorgung ist alles da inklusive. Ihr seid circa 10 Minuten zu Fuß entfernt, dann ist eine Bushaltestelle hier, mit der kommt ihr dann in die Stadt, und zwar die Nummer 31 und 62, wenn es die Aussagen glauben, schenken können, bezüglich was bei Park On Night steht. Wir werden es nachher selber erfahren, weil wir ja noch eine Tour machen, da müsst ihr die Folge, den Reisevlog rund um Liezen und Graz euch einfach anschauen, da werden wir es euch bestimmt sagen. Ja, wie gesagt, er ist auf jeden Fall groß. Ja, das ist ein Vorteil. Im Winter ein bisschen matschig, das ist ein bisschen ein Nachteil, aber im Sommer wird es sicherlich hier gehen. Auf diesen Wiesen ist es natürlich dann auch schöner, wenn man da mal ja, Stühle rausstellt und so weiter. Was ein bisschen schade ist, das ist der Gegensatz zu Wien. Wien war gleich ein Spar, gleich um die Ecke, da konntest du also Brötchen kaufen, da konntest du Lebens. Das hast du jetzt hier nicht, da sind wir ein bisschen weiter weg vom Schuss, aber... Und Grillen ist nicht erlaubt, so steht es zumindest hier überall. Genau, und Hunde müssen halt an die Leine geführt werden. Moment, ich führe mal an die Leine. Haha. Ja, aber im Großen und Ganzen denke mal, wenn man in Graz einen Besuch machen möchte, wie gesagt, rechnen wir jetzt hoch, es kostet 28 Euro für zwei Nächte. An einem Tag besucht man Graz. Ich glaube, das ist günstiger, als wenn du ins Hotel gehst. Das muss man einfach dazu wissen. Ja, dann würden wir sagen, wart ihr schon mal hier in Graz? Was muss man in Graz gesehen haben? Dann alles in die Kommentare, denn die Community lebt davon, dass ihr mitarbeitet. Ja, so hart es klingt, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber das erfreut uns, denn wenn die Stadt uns so gefällt, wie halt unseren Guides, die hier öfters sind, dann können wir uns vorstellen, wenn wir mal in Kärnten sind, dann ist es nicht mehr so weit weg hier nach Graz. Ich glaube, wir sind in der Steiermark, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, kann sein. Ja, lohnt sich das. Gut, dann würden wir sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.